Ich begrüße alle herzlich zum Gottesdienst. In der Woche vor Ostern, der sogenannten Karwoche, soll man eigentlich ein Lied aus dem Advent singen, was auch jetzt in diese Woche passt. Evangelisches Gesangbuch Nummer 14, Dein König kommt in Niederhöhen. Ihn trägt der Lastbahnesel in Füllen. Empfang ihn, froh Jerusalem, trag ihm entgegen Friedenspalmen. Bestreu den Pfad mit grünen Halmen, so ist's dem Herrn angenehm. O mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, o Friedefürst von großer Macht, es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren. Doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. Dein Reich ist nicht von dieser Erde, doch aller Erde Reiche werden dem, das du gründest, untertan. Bewaffnet mit des Glaubens Worten zieht deine Schar nach allen Orten der Welt hinaus und macht dir wahr. Ich lade ein, dass wir das Lied zusammen singen. Meinen Jesus lasse ich nicht. Die Nummer 402 im evangelischen Gesang. Das Evangelium steht bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie geschrieben steht, bei Sacharja 9. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esel. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft
ihm nach. Ich lade ein, dass wir das nächste Lied zusammen singen. Ich will dich lieben, meine Stärke. Das ist das Gesang Nummer 400. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Seele. Ich will dich lieben, bis ich merke. Und immer wieder werde dir. Ich will dich lieben, schütte dich, bis mir das Herz bringt. Ich will dich lieben, oh mein Lieben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben, oh mein Lieben, solange nicht dein Glanze scheint. Ich will dich lieben, als meinen Neusieger. Jesus reitet ein in Jerusalem. Aber nicht in einer gepanzerten Staatskarosse, sondern auf einem Esel. Im Text sind noch mehrere solcher Widersprüche drin. Lauter Überraschungen gegen die Erwartungen der Leute. Jesus ist ganz bescheiden, aber die Menge feiert ihn wie ein König. Die Menge ist begeistert, aber seine Gegner kochen vor Wut. Die Leute feiern Jesus als Helden und schwenken große Palmenzweige. Aber wie sehr wird diese Begeisterung kurz drauf umschlagen in Hass? Aus Hosianna, dem König von Israel, wird kreuzigt ihn. Überall falsche Freunde, falsche Nähe, falsches Lachen, falsches Loben und Klatschen. Kommt doch einem irgendwie bekannt vor. Erst steil nach oben, prominent, aber dann abgestürzt, beschimpft und Shitstorm. Wie schnell fallen Menschen? Wie schnell werden sie fallen gelassen? Kurz vorher hat man sie noch gefeiert. Falsche Freunde. Dieses Missverständnis, so wie bei der Menge, die Jesus begrüßt hat, dieses Missverständnis, ist das heute überhaupt noch denkbar? Feiern unsere Zeitgenossen, unsere Leute heute auch noch Helden, die das Heil bringen sollen und die ganze Welt vereinen sollen im Frieden? Gibt es noch diesen Glauben an den einen Menschen, den einen Retter und den einen Heilsbringer? Oder ist unser Glaube anders? Unser Glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn am Kreuz. Unser Glaube an die Vergebung und die Versöhnung. Unser Glaube nicht an Weltreiche, sondern an Gottes Reich. Das Reich, auf das wir warten, auf das wir uns freuen, an dessen Bau wir mitmachen und dessen Kommen wir selber mitbewirken können. Wir warten auf Gottes Reich und trotzdem fällt uns alles andere zu, so wie geschrieben steht bei Matthäus in Kapitel 6. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen.
Lass uns Fürbitte halten. Himmlischer Vater, bitte hilf uns dabei, für eine bessere Welt zu arbeiten. Eine Welt, in der Menschen einander achten. Eine Welt, in der Menschen versuchen, einander zu verstehen. Eine Welt mit Lebenschancen für alle. Hilf uns, unter Menschen zu wirken, Gerechtigkeit und Mitleid bestimme unser Denken. Weisheit und Mut leite die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. Heiliger Geist, wir bitten dich für Zweifler, für Leidende, für Kranke, für Erschöpfte und Hoffnungslose. Heiliger Geist, wir bitten dich für die Einsamen, die Ängstlichen, die Verwundeten an Körper und Seele. Amen. Jesus, hilf uns. Wir wollen einander annehmen, auch wenn wir ganz verschieden sind. Hilf uns zu vergeben und neu anzufangen. Wir wollen selbstbewusst glauben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die an dich glaubt. Egal, was in unserer Gemeinde passiert oder auch was nicht passiert. Jesus, lass dein Evangelium aufleuchten. Beten wir gemeinsam, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und es beschütze euch alle, der gnädige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Singen wir zusammen das Lied In dir ist Freude in allem Leide. EG 398. Thank you.
Jesus.